Hallo und willkommen auf meinem Kanal La Fontana Vlogs. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich bin die Daimi für dich, die mich noch nicht kennen. Heute zeige ich euch eine Rezept aus Kuba. Es ist eine kubanische Suppe. So, wie ich euch heute zeige, machen wir die Suppe oder kochen wir bzw. die Suppe in Kuba. Ich habe hier 4 Stücke Hähnchenkeule, 4 Stück. Dann habe ich hier 3 Lorbeerblätter und 1 Teelöffel Salz. Und jetzt tue ich meine Hähnchen in Wasser, kaltes Wasser rein. Die 3 Lorbeerblätter kommen auch rein. Und ein Prise. Oh no, die Teelöffel Salz. Decke drauf. Und das kochen wir 35 Minuten bis 45 bei niedriger Temperatur. Ganz langsam köcheln lassen. Und danach, wenn es soweit ist, sehen wir uns wieder. Also, bis gleich. Ihr Liebe, jetzt kommen wir zu den Zutaten. Hier habe ich ein gehäufte Teelöffel Kurkuma, süße Paprika, Oregano und Kreuzkümmel. Da. Dann habe ich 2 Hälfte Paprika, eine rote und eine grüne, sehr klein geschnitten. Salz, Pfeffer, hier habe ich eine große Zwiebel in Würfel geschnitten, 3 Stangen Lauchzwiebel und 3 Knoblauchzehen. Dann habe ich noch 5 Kartoffeln in Würfel geschnitten, Tomaten fein passierte. Da werde ich 3 Esslöffel nehmen. Nudeln, also Suppennudeln und meine Gewürzmischung. Die tue ich auch rein. Das ist kein Muss. Das heißt, wenn ihr das nicht habt, es ist nicht so schlimm. Aber ich benutze das auch. Das Fleisch ist jetzt soweit. Jetzt kommt der nächste Schritt. Hier habe ich eine Pfanne mit Öl. Als allererstes kommt die grüne Paprika und die rote Paprika rein. Dann die Zwiebel, die Lauchzwiebel. Und die 3 Knoblauchzehen. Und alles wird angebraten. Bis die Zwiebeln glasiert sind. Dann kommen die feine passierte Tomaten. Wie 4 Löffel. Und alles schön umrühren. Dann kommen jetzt die trockenen Zutaten. Also die Oregano, Kreuzkümmel, Kurkuma und süße Paprika. Eine Gewürzmischung. Aber wie ich vorher gesagt habe, es ist kein Muss. Dann Pfeffer. Ein Teelöffel Salz.
Zum Schluss wird immer abgeschmeckt. Und das Ganze kommt in meine Hühnerbrühe rein. Zum Schluss die Kartoffel auch rein. Und das lasse ich weiter köcheln, ganz langsam, bis die Kartoffeln weich sind. Niedrige Temperatur. Wir sehen uns später. Die Kartoffeln sind weich und die Suppe ist abgeschmeckt. Jetzt kommen die Nudeln rein. Ich tue 1, 2 und 3. Und dann lasse ich 5 Minuten. Ich komme wieder, wenn es soweit ist, und zeige ich euch das fertige Produkt. Bis gleich. So, es ist soweit. Ich zeige euch die fertige kubanische Suppe, bevor ich das Video beende. So ist eine kubanische Suppe, beziehungsweise so schaut eine kubanische Suppe. So lecker! Also, von meiner Seite aus bin ich dann fertig. Ich hoffe, ihr habt das Video gefallen und viel Spaß beim Nachkochen und lasst euch schmecken. Bis zum nächsten Mal, eure Daimi. Ciao!